Kuss die Hand, ja Maniac, kuss die Hand. Falls ein YouTube-Mitarbeiter gerade schauen sollte, weil ich wieder mal auf KuchenTV reagiere. Kuss die Hand, kuss die Hand. Da reagiere ich letztens nach Monaten mal wieder auf KuchenTV. Er hat ein Video gemacht zu John Broke. Und nicht nur ich, sondern gefühlt die ganze Reaction-Bubble hat sich das reingezogen. Und ratet mal, wer der Einzige war, der gestrikt wurde. Euer bester Freund. Ratet mal, wer der Einzige war, der Einspruch eingelegt hat und dieser Einspruch abgelehnt wurde. Ratet mal, wer eine Instanz weiterging und den Creator Support anschrieb. Dieser Creator Support sich das Ganze angeguckt hat und sich dachte, ey krass, der hat recht, wie kann das Originalvideo noch online sein und jede Reaktion da drauf, nur seine Reaktion wird gesperrt aufgrund des Inhaltes, was KuchenTV da gezeigt hat. 10 Jahre alte Clips gefühlt von John Broke. Die leiten das also intern weiter. Intern wird's nochmal überprüft und ratet mal, das wurde auch abgelehnt. Das heißt, mein Kanal hat jetzt einfach einen Strike. Scheiße. Natürlich fühlt man sich geil, wenn man nochmal auf die Person reagiert, die quasi indirekt für diesen Strike verantwortlich ist. Natürlich kann er nichts dafür, aber... YouTube, kuss die Hand, kuss die Hand. Ich will mir diese Thematik aber nicht entgehen lassen, denn es geht um... Apo. Red und die Frage, muss er gecancelt werden? Nein. Auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go. Yo, Freunde des Cancelns. Schau Leute, Apos auf Trockner, schau meine Freunde, mit einem weiteren leckeren Video. Und ich heute mit der Frage, ob wir ApoRed canceln sollten oder ob es in Ordnung ist, weiter auf seine Videos zu reagieren und diese zu gucken. Denn schon vor 3 Monaten hat Mimi in seinem letzten Video genau darum gebeten. Bevor ich das aber mache, mal eine kurze Ansage an alle Zuschauer und auch Reactor. Ich kann natürlich niemandem vorschreiben, was er sich anschauen oder nicht anschauen soll, aber überlegt euch genau, ob ihr jeden Scheiß von ApoRed anschauen oder darauf reagieren müsst. Das hilft ihm am Ende nur, dass die wirklich kritischen Punkte einfach verwässern und er doch wieder ganz sympathisch rüberkommt bis zu seinem nächsten Scam oder nächsten Skandal. Scheinbar wird sehr schnell vergessen, was der alles gemacht hat, ohne ein einziges Mal irgendeine Einsicht zu zeigen. Und auch im letzten Video von Carina Pusch, wo es ebenfalls um ApoRed ging, hat sie nochmal gesagt, dass es doch langsam mal reicht, ihm immer wieder diese kostenlose, positive Reichweite zu geben. ApoRed einfach ungefiltert labern zu lassen und das Ganze in einer Reaction einfach nur zu belächeln, ohne in irgendeiner Weise etwas Kritisches beizutragen, bietet ihm ja einfach nur wieder eine Bühne. Ich glaube halt, langsam wird es an der Zeit, sich einfach mal zu fragen, wann reicht es endlich? Das hatte sie adressiert an Leute wie einen Trimax oder allgemein die ganze große Mainstream-Reaction-Bubble, die den Red bei jeder Gelegenheit gepusht hat. Auch wenn sie es gar nicht wollten, die haben sich ja irgendwo lustig gemacht über ihn. Trotzdem, die Reichweite hat er generiert. Das war ja auch letztendlich genau der Grund dafür, warum er überhaupt so einen Content gebracht hat. Weil er wusste, diese Leute, die Spezialisten, werden sowieso darauf reagieren. Die Frage ist natürlich, wie sehe ich das Ganze jetzt? Ich habe mir dazu in letzter Zeit echt viele Gedanken gemacht. Ich habe nämlich genau auf dieses Video von Carina reagiert und habe da noch gesagt, Leute, ApoRed ist der Allerechte. Selbst wenn wir ihn canceln, dann bringt das doch überhaupt nichts. Da nehme ich lieber das Geld mit. Wie Mickey vom Sabaton. Die Reaction kam auch nicht allzu gut an und deswegen habe ich meine Meinung nochmal geändert. Denn ja, wie ihr ja wisst, geht es mir nur darum, so viel Geld wie möglich aus euch rauszupressen. Ihr kennt mich natürlich. Grundsätzlich bin ich immer gegen das Canceln. Vor allem, weil gefühlt immer versucht wird, mich zu canceln. Und ich bin auch keiner, der mal bei einem Fehler oder bei einem Fehler in der Woche, wie das bei mir so ist, jetzt irgendwie direkt der Meinung ist, dass man diese Person jetzt für immer ignorieren muss. Bei ApoRed haben wir irgendwo aber einen ganz besonderen Fall. Es ist ja nicht so, dass der jetzt mal 1, 2 dumme Sachen gemacht hat, sondern eigentlich durch seine komplette YouTube-Karriere und auch in den letzten Jahren bringt der eigentlich eine weirde Aktion nach der anderen. Das hat Mimi in seinem Video auch sehr gut zusammengefasst. Der Typ ist im Fall Carina offiziell verurteilt. Es ist auch unstrittig, dass er verkaufte Sachen nicht an Zuschauer geschickt hat. Etliche Gewinnspiele wurden nicht eingelöst. Er arbeitet ständig mit unseriösen Firmen zusammen, die bei den ganzen Scams mitmachen. Andere gleichnamige Firmen leiden darunter, dass sie mit denen verwechselt werden. Er verstößt gegen staatliche einstweilige Verfügungen, weigert sich aber die Strafe dafür zu zahlen, versteckt sich vor dem Gerichtsvollzieher, gibt falsche Wohnadressen beim Gericht und vor den Insi-Leuten an, verkauft fettbare Gegenstände heimlich auf Vinted und eBay Kleinanzeigen, womit eigentlich das Ordnungsgeld und die ganzen Gläubiger bezahlt werden müssen, denen er Geld schuldet. Er stellt sich als cleaner deutscher Bürger dar, obwohl er Autos geklaut hat, aus Spaß einen Schlag am Hamburger Hauptbahnhof vorgegeben hat, den er Jahre später immer noch lustig findet. Die spielen im Gericht ein Prank von mir ab. Ja, wissen Sie, schwierig ist das im Gericht, an diese Sachen? Ich bin einfach ein lustiger Typ. Das war lustig. Ja, normal. Das war auch lustig. Und das ist bei weitem auch noch nicht alles, was er getan hat. Krass, ich habe das einfach alles vergessen. Also fast alles. Da war halt noch eine Menge mehr. Das ist genau das, was der Carina Pusch, glaube ich, meint. Oder ein Mimi. Dadurch, dass man immer wieder darauf reagiert, zumindest die, die sich immer über ihn lustig machen und mit dem Finger auf ihn zeigen, pushen die ihn ja quasi. Ich kann euch das jetzt nicht alles aufzählen, weil dann wären wir morgen noch dabei. Aber eine Sache, wo man sich wirklich überlegen muss, ob man da noch so unkritisch drauf reagieren sollte, ist die Sache mit Silvi und Carina. Silvi und Carina haben
haben nämlich beide irgendwann mal Stories erzählt, dass sie von ApoRed belästigt worden sind. Und ApoRed hat das Ganze natürlich dann auch sehr erwachsen aufgenommen, ist vernünftig mit der Kritik umgegangen, hat Videos gegen Silvi gemacht, wo er dann auch sehr sachlich geblieben ist. Gott, in meinen Augen bist du der größte Abschauer, aber warte, du bist so ein dreckiges Wesen. Halt deine Fresse mit deiner Lügen-Story, du Dreckige! Oh mein Gott, ich werde die Lügen so hart beleidigen, aber ich kann nicht, Digga. Digga, jetzt baller mal weiter, halt's mal, redet's weiter. Du Dreckige. Dreckige, ehrenlose, niveaulose Frau. Weil du Dreckige, hässliche, schmutzige Sorg. Und das war ja auch bei weitem nicht das Einzige. Carina beispielsweise hat er mehrmals versucht, als Rassistin hinzustellen, auch in einem Interview, was ich mit ihm gedreht habe. Ich habe Carina kennengelernt als eine Frau, die drei unschuldige Mädchen als Untermenschen beleidigt haben. Die sie einfach beschminkt hat, zu denen sie keine Beziehung hatte. Sie hat keine Beziehung zu denen gehabt, also wirklich gar keine Beziehung, und hat sie als Untermenschen beleidigt. Ich denke, sie ist eine Rassistin. Von mir aus denke ich, sie ist vielleicht rassistisch. Erstmal hat er das Wort damals selber sehr, sehr oft benutzt. Das hat Mimi gezeigt. Und man muss sagen, 2015, 2016 rum war das in der deutschen YouTube-Szene noch ein ganz normales Wort. Heutzutage wird das glücklicherweise nicht mehr benutzt, denn das kommt von den Nazis, nur dass ihr das mal gehört habt. Er hat halt eine extreme Hetzkampagne gegen die zwei gestartet. Und was ist natürlich passiert? Die beiden haben extrem viele ekelhafte Hate-Nachrichten bekommen. Selbst nachdem sie jetzt gewonnen haben, hat das Ganze nicht wirklich aufgehört. Hier kann man also tatsächlich mal von einer antifeministischen Hetzkampagne reden. Eigentlich müsste sich Huchen mit ApoRed zusammentun. Die beiden haben in mehreren Videos auch gesagt, wie krass sie am Boden gewesen sind. Carina hat das Ganze zum Beispiel so krass belastet, dass sie sich teilweise einfach nur aufgrund des Stresses übergeben musste und halt nicht mehr vernünftig arbeiten konnte. Und das alles nur, weil ApoRed versucht hat, deren Ruf komplett kaputt zu machen, um nicht zugeben zu müssen, dass er sich da falsch verhalten hat. Im neuen Video von Carina hat sie auch nochmal erzählt, wie belastend das Ganze gewesen ist. Und da hat man auch eine Nachricht von Silvi gehört aus dem Jahre 2020, als das alles hochgekommen ist. Und da können wir einfach mal reinhören. So ein Mann nimmt sich das Recht raus, das, was ich erlebt habe, für sich selbst zu nutzen. Es fühlt sich so dreckig an einfach. Und das ist das, was mich eigentlich am allermeisten fertig macht. Die beiden haben dann vor Gericht in allen Punkten Recht bekommen. Allerdings Jahre später und auch bei den anderen Skandalen von ApoRed wirkte das Ganze irgendwie so, als ob man da jetzt weder verwundert ist, noch dass es einem großartig juckt. Dazu hat Carina gezeigt, dass sie auf den ganzen Kosten sitzen geblieben ist. Die ganzen Gerichtskosten, Anwälte und so müsste zwar eigentlich ApoRed zahlen, weil er hat ja verloren. Allerdings ist er insolvent, kann das nicht zahlen und deswegen holt sich das Gericht das Geld erstmal von Carina. Sie hat zwar jetzt einen 30 Jahre lang gültigen Titel. Das heißt, sobald ApoRed kommt, kann sie das Geld dann von ihm einfordern. Ob das Ganze aber irgendwann passiert, ist fraglich. Außerdem bleibt sie ja trotzdem erstmal auf den Kosten sitzen. Eine Entschuldigung, eine Klarstellung oder sonst irgendwas vom ApoRed, dem Allerechten, gab es natürlich einfach nicht. Das ganze Thema wird jetzt einfach komplett ignoriert und er sagt dazu nichts mehr. Gut, das meiste darf er wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen. Er hat damit dafür gesorgt, dass Silvi und Carina als Opfer extrem viel Hate ausgesetzt gewesen sind. Er hat immer wieder versucht, deren Ruf kaputt zu machen, hat beleidigt, ist nicht sachlich geblieben und ist damit im Grunde auch einfach durchgekommen. Eins verstehe ich ja aber nicht. Er sagt, die haben in allen Punkten gewonnen. Ich überlege gerade, worum ging es denn da? Was beweist das denn? Haben die tatsächlich auch in dem Punkt, in dem Hauptpunkt, womit das Ganze überhaupt gestartet ist, dass er sie belästigt hätte? Er soll ihr eine Schultermassage gegeben haben. Das wurde ja von ihr als Belästigung aufgefasst. Natürlich, nur die kennt den nicht. Die will halt nicht von einem Fremden angefasst werden. Er hat ihr mäßig eine angeboten oder gemacht oder hat sie betatscht hier. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die andere, die Sylvie, wurde ja von Leon Share, so wie sie es behauptet, dumm angemacht, belästigt. ApoRed stand daneben, hat da auch einen dummen Joke gerissen. Das waren die beiden Vorwürfe. Vor Gericht haben die Mädels gewonnen. In allen Punkten war das auch ein Punkt. Mäßig hat das Gericht bewiesen, haben die Kameraaufnahmen gehabt, dass die belästigt wurden oder wie genau lief das da ab? Da blicke ich einfach nicht durch. Da fehlen mir die Infos zu. Das würde mich sehr, sehr brennend interessieren. Vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt und könnt es mir unten in die Kommentare reinschreiben. Die anderen Skandale lasse ich hier einfach mal weg. Wie gesagt, das Video würde sonst 5 Stunden gehen, aber Fake-Gewinnspiele, Scam-Placements und andere weirde Aktionen, die haben wir ja alle schon in den Videos von Mimi gesehen. Aber gerade diese Silvi-Carina-Sache ist halt im kompletten Umfang unfassbar krass. ApoRed hat ja auch jetzt wieder angefangen, relativ aktiv Videos zu machen. Und zwar einfach mit Ragebaiting-Videos. Er versucht einfach mit Fake-Flex-Videos, wie reich er doch ist und was er sich alles kauft, dafür zu sorgen, dass es halt sehr krasse Reaktionen gibt, egal ob positiv oder negativ, und er damit wieder Klicks macht. Er hat beispielsweise
ein Video gemacht, wo er alles gezeigt hat. Da hat er natürlich gelogen und hat dann ein zweites Video gemacht, wo er dann auf die schlechtesten Punkte eingegangen ist, um nochmal mit Nachdruck zu sagen, hey Leute, ich bin wirklich, wirklich reich. Und obwohl auch das Video nicht gut gewesen ist, hat es geklappt. Das Video hat über 500.000 Aufrufe erreicht. Die Videos werden zwar fast alle komplett gedisliked, allerdings interessiert das in den YouTube-Einnahmen natürlich niemanden. In einem seiner neuen Videos hat er jetzt erzählt, dass er sich eine 5 Millionen Euro teure Penthouse-Wohnung in Dubai gesichert hat. Und ihr könnt es euch schon denken, das Ganze ist natürlich mal wieder einfach gelogen. Artyom ist ein Influencer, der ebenfalls mit Mobilien in Dubai zu tun hat und der hat dazu ein Reel hochgeladen und der hat als Beweis das hier gesagt. Ganz klar, dass er sie gekauft hat, ist natürlich auch gelabert. Was er da unterschreibt, ist maximal ein Mietvertrag, wahrscheinlich nicht mal das. Ein Kauf für eine Wohnung unterschreibst du beim Notar und nicht am Esstisch der Wohnung. Und um ganz sicher zu gehen, habe ich eine App, wo ich alle Transaktionen auf dem gesamten Markt nachverfolgen kann. Und in den letzten 2 Monaten wurde in dem Gebäude keine Two-Bedroom-Wohnung verkauft. Und viertens, ein Penthouse ist es auch nicht. Es ist eine Two-Bedroom-Wohnung, die ist geil, die ist teuer, aber ein Penthouse in dem Gebäude geht bei 25, 30. Das Ganze ist also mal wieder offensichtlich gelogen, damit man halt nach außen hin sagen kann, hey, guck mich an, ich bin mega reich. Ha, das triggert euch, ne? Klickt auf dieses... Perfekt zusammengefasst und die Leute machen es. Ich habe mir jetzt diese letzten Videos gar nicht mehr reingezogen, aber in Trimax nimmt es mit. Die ganzen anderen Mainstreamer nehmen es mit. Die haben keinerlei Schamgefühl. Liebe geht hier an der Stelle raus nochmal an ABK, der damals sich all diesen Heuchlern gestellt hat. Und habt ihr gesehen, wie sich alle gegen ihn gewendet haben? Am Ende des Tages stellt sich heraus, ABK war die ganze Zeit im Recht. Seine Videos bestehen im Grunde halt wirklich einfach nur daraus, so zu tun, als hätte er unfassbar viel Geld, obwohl er insolvent ist. Diese Reichweite, egal ob das Hate ist oder nicht, nutzt er dann beispielsweise wieder, um einen Song hochzuladen, der auch über 800.000 Aufrufe erreicht hat. Der Song ist zwar jetzt gerade gesperrt, anscheinend gab es da einige Probleme mit den Rechten, habe ich zumindest in den Kommentaren gelesen, kann aber sein, dass der wiederkommt. Und so sichert er sich dann natürlich wieder Reichweite, mit der er dann natürlich auch Geld verdient. Seine Videos haben ja im Grunde wirklich überhaupt keinen Mehrwert. Er sagt immer, guckt, ich habe Geld, wir sagen alle nein, können das beweisen und das Ganze geht einfach so hin und her. Die Frage ist also, sollte man ihn jetzt einfach ignorieren oder wie gehen wir damit um? Bei allem, was er so abgezogen hat und damit ja auch immer weitermacht, würde ich tatsächlich sagen, ja, ApoRed ist ein so falscher Mensch und er hat so viele falsche Sachen gemacht, dass es in Ordnung wäre, ihn zu canceln. Es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, naja gut, der hat mal Fehler gemacht, aber der hat sich als Mensch ja wirklich gebessert. Sogar eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es wird eigentlich eher immer schlimmer mit der Zeit. Das Problem, was aber dagegen spricht, ist halt die Tatsache, dass es im Grunde überhaupt nichts bringt, ihn zu ignorieren. Man muss bei ApoRed leider zugeben, dass er wirklich ein sehr eigener und einzigartiger Charakter in der deutschen YouTube-Landschaft ist. Die Art, wie er spricht, wie er sich gibt, die Ausstrahlung, die Videos, die er hochlädt, das ist meiner Meinung nach wirklich einmalig. Die meisten gucken die Videos natürlich nur, um sich darüber lustig zu machen. Diesen Clip von KuchenTV wird Red nehmen und das in seinem nächsten Video benutzen. Er ist halt der Main-Character. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ihr seid alles Bots, NPCs. Aber wie gesagt, ist halt genau das genauso schlimm, als wenn du ihn feierst, denn das Geld bekommt er dann trotzdem für diese Videos. Auf dieses Penthouse-Video, obwohl darauf halt gefühlt auch gar keiner reagiert hat, hat er beispielsweise trotzdem über 200.000 Aufrufe gemacht. Und das Video hat auch gar nicht mal so wenig Likes. Also es gibt immer noch eine große Anzahl von Leuten, die ApoRed-Videos anscheinend einfach genießen und die gerne gucken. Und das Ganze wird man halt nicht ändern können, auch wenn man ihn jetzt einfach komplett ignoriert. Dazu muss man auch einfach sagen, dass wenn man anfangen würde, ihn wirklich canceln zu wollen, dann müsste wirklich jeder auf YouTube sagen, okay, wir halten jetzt alle zusammen und gucken nie wieder seine Videos. Und ihr wisst es selber, das Ganze wird nicht passieren. Im Grunde muss man ja sogar sagen, dass sogar die heftigen Videos von Mimi oder auch die Videos von Carina nichts dazu beigetragen haben, dass er irgendwie Reichweite verliert. Klar, er wird natürlich deutlich kritischer und negativer gesehen, reichweitentechnisch und von den Klicks her, bringen die Videos aber gefühlt gar nichts. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir am besten damit um? Denn er hätte es zwar verdient, gecancelt zu werden, allerdings ist das halt nicht wirklich realistisch. Und ich denke, das Einzige, was Sinn macht, ist halt tatsächlich ein Mittelweg. Mimi hat beispielsweise in seinem letzten Video gesagt, dass vor allem diese unkritischen Reactions ihm einfach ein Dorn im Auge sind. Also, dass man gar nicht sagt, hey, was labert denn der da für eine Scheiße? Sondern quasi, ha!
Oh Mann, der spricht so lustig. Das Video ist so unterhaltsam. Der echte Hase, wie lustig ist das denn? Und genau sowas sollte man meiner Meinung nach unterlassen. Auf ihn zu reagieren oder Videos gegen ihn zu machen, ist meiner Meinung nach trotzdem wichtig. Denn die Reichweite wirst du ihm nicht nehmen. Würde man nicht mehr auf ihn reagieren, dann wäre ja ebenfalls wieder das Problem, dass ApoRed quasi irgendwann wieder super dasteht. Das Internet vergisst schnell, das wissen wir alle. Ich finde es auch in Ordnung, weiter auf ihn zu reagieren, aber halt nicht mehr so positiv, sondern immer so kritisch wie möglich. Das bedeutet allerdings auch, dass vor allem die Leute, die das Ganze eher so als Unterhaltung sehen, also jetzt irgendwelche Reaction-YouTuber, dass die am besten tatsächlich nicht mehr darauf reagieren, sondern auf die Videos von einer Carina oder zum Beispiel von einem Mimi warten. Was die halt nicht gemacht haben, hier nochmal als Beispiel Trimax und ganz, ganz viele andere, die ignorieren bewusst solche Videos wie von einer Carina Push und das hat sie in ihrem Video selbst sogar erwähnt. Wir haben ja auf das Carina Push Video reagiert. Es war sehr, sehr stark, es war sehr gut. Muss man hier an der Stelle lobend erwähnen. Die machen es aber nicht, weil die nehmen die Euronen mit, weil das Heuchler sind, weil die geldgeil sind. Die sind auch nicht viel besser als ein ApoRed. Klar, ein ApoRed ist hier. Er hat sehr viel Scheiße gebaut und buddelt sich immer weiter rein. Aber diese Heuchler, von denen hier geredet wird, die auch geldgeil sind des Todes, sind nicht viel besser. Und sich dann diese Videos angucken, damit wenigstens über ApoRed aufgeklärt wird. Denn wenn wir ihm die Reichweite nicht nehmen können, ist es zumindest wichtig, dass die Leute wissen, was das für ein Mensch ist. Leute wie Tanzverbot und Revi haben ja auch tatsächlich schon gesagt, dass sie jetzt aufhören, auf ihn zu reagieren. Und das Ganze ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Schritt. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Das Einzige, was man bei einem ApoRed machen kann, ist halt dafür zu sorgen, dass die Zuschauer so kritisch wie möglich eingestellt sind. Und das Ganze kriegt man logischerweise nur hin, wenn man immer wieder die Lügen und falschen Aussagen von ApoRed richtig stellt. Gleichzeitig sollte man halt wirklich aufhören, die Videos zu glorifizieren, ihn positiv darzustellen oder ihn unkritisch zu betrachten. Daher kann ich sowohl Mimi als auch Carina komplett verstehen. Und auch für mich habe ich jetzt entschieden, dass ich auf so random Videos nicht mehr reagiere, sondern nur, wenn ich tatsächlich irgendwas Kritisches dazu beitragen kann. Ich denke, dass das der beste Weg ist, aber ob das was bringt, ist halt auch fraglich. Was sagt ihr dazu? Naja, am Ende des Tages wird es gar nichts bringen. Ihr seht es ja. Solange du eiskalt durchziehst und nicht aufgibst, dich nicht unterkriegen lässt von der ganzen Scheiße und von dem ganzen Hate, kannst du ewig weitermachen, egal wie viele Skandale du auf dem Buckel hast. Vor allem in unserer Szene haben wir das auch des Öfteren gesehen, ob nun bei Rappern oder bei Hasse nicht gesehen. Also wirklich, ihn zu canceln, wird gar nichts bringen. Ich habe sogar eher das Gefühl, dass wenn man auf ihn reagiert, dass die Leute sich dann lieber die Reaction angucken, als das Originalvideo. Deswegen baut der ja auch immer diese 48 Stunden Reaction-Sperren ein oder diese 72 Stunden Reaction-Sperren, damit er das Maximum an Klicks da rausziehen kann. Aber war ein interessantes Video von KuchenTV. Grüße geht raus an den YouTube-Mitarbeiter, der sich mittlerweile irgendwie gefühlt jedes Video von mir anguckt. Kuss die Hand, kuss die Hand. Und wenn ihr ein weiteres Video haben wollt, dann sprengt doch mal gerne den Like-Button. Oh, süß. Deswegen, nehmt diese Gruppe sich ernst. Ihr wisst, was für einen Status die haben. Bots, mein Status, immer noch Main-Character. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.